Hallo und herzlich willkommen zur Folge 130 von Die Chroniken von Vertana Archolos. Wir sind zurzeit kurz vor Mitternacht bei der Wache angelangt. Und wir werden jetzt gleich die Nachtpatrouille angehen. Da bin ich mal gespannt, ob der Weiger schon da ist. Ich glaube, wir sollen uns bei Roderich melden, ne? Um 12 Uhr oder so. Also ich bin da, ich wollte es nur gesagt haben. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen Gesellschaften bleiben. Genau um 12 Uhr geht auch die Fackel aus. Das ist irgendwie sehr, sehr seltsam. Als allererstes wird die Rüstung geehrt. Dann packe ich mal die Fackel weg. Wenn ich sie finde, den Stapel Fackeln. Na. Immer dasselbe mit diesen blöden Fackeln. Ich werde hier noch wahnsinnig, ich werde noch irre. Wo sind die Fackeln? Ich werd hier total bekloppt. Wo sind unsere Fackeln hin? Ich meine, wir müssen ja eh gerade auf Roderich und Weiger warten. Die sind ja eh nicht. Da sind sie doch, meine Herren. Ist das hier ein Käse mit denen? Hier in der Kaserne treffen. Ja, was heißt hier in der Kaserne? Hier beim Roderich im. Direkt im Büro oder irgendwo hier unten. Muss man die Armbrust auspacken. Ne, hier unten ist zumindest niemand. Da hinten ist der Sambo, aber der liegt im Bett. Da sind nur Stadtwachen. Und da ist auf einmal Weiger. Der war doch eben noch nicht hier. Ja, wo ist der Chef? Ist er noch am Schlafen oder was? Mensch. Guten Abend. Oh, Roderich hat also endlich angefangen, anständige Bewerber anzunehmen und nicht nur Dreckskerle aus der Gosse. Marvin, hab ich recht? Jawohl. Großartig, keine Sorge, ich beurteile nicht streng. Gib einfach dein Bestes und mach dir keine Sorgen wegen Roderich. Er ist manchmal schwer zu verstehen. Das war's von mir, aber jetzt übernimmst du die Führung. Wohin gehen wir zuerst? Zum Armenviertel. Alles klar, folge mir. Okay, also scheinbar müssen wir einfach nur mit Weiger quatschen und ich dachte, Roderich taucht hier irgendwie nachts nochmal auf. Das war wohl irgendwie so eine Art Missverständnis. Ich dachte irgendwie, der wäre auch noch dabei, aber scheinbar erwartet uns einfach Weiger vor der Kaserne, also vor Roderichs Büro, sage ich mal, oder Räumlichkeiten. Dann latschen wir einfach mal ins Armenviertel. Nebenbei eiern wir hier am Hafenviertel schon mal vorbei, kratzen hier das Hafenviertel an. Also mal gucken, dass wir uns hier jetzt auch immer schön gut anstellen. Ich meine, im Endeffekt ist es egal, weil wir eh keine Stadtwache werden wollen, aber wir wollen natürlich die maximale Gunst und Erfahrungspunkte erlangen. Das ist natürlich vollkommen wichtig. Die letzte Schlacht, eine Schmiede. Wir haben ja relativ viele Schmieden, ne? Wobei, ich weiß gar nicht, wer da überhaupt nochmal der Schmied drin ist. Auf jeden Fall ist es da unten ja der... Ne, wie heißt der? Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Duncan? Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Oh, da haben wir eine Riesenratte. Die hier einfach spawnt. Verdammt, ich hasse dieses Ungeziefer. Sie sind dreckig, fressen jeden Mist und verbreiten Krankheiten. Igitt. Das ist nur eine Ratte, kein Grund zur Sorge. Ich weiß ja wohl besser, worüber ich mir Sorgen machen soll. Widerlich, dieses Viertel ist der reinste Sauhaufen. Eine Brutstätte von Krankheiten, Schmutz und sonst noch was. Wie halten diese Leute das aus? Wie ertragen sie Ratten auf den Straßen und in ihren Hütten? Wenn ich einen höheren Rang hätte, würde ich hier alles aufräumen lassen. Bevor du hier aufräumst, sollten wir unseren Rundgang erledigen. Ordnung muss zuerst hergestellt werden. Sie ist das halbe Leben und Chaos erschwert unsere Arbeit. Heilige Scheiße, es muss noch mehr von diesen Viechern geben. Und der Gestank wäscht sich hier keiner. Das macht mir keine Angst. Nein? Gut. Wenn du so hart bist, bitte, inspiziere dieses Drecksloch und erstatte mir anschließend Bericht. Na los. Wir treffen uns am Ausgang in Richtung Hafen. Jawohl. Jugendlicher Elan ist etwas Wunderbares. Nur, komm mir später nicht zu nahe, du wirst wahrscheinlich stinken. Solange der Gestank das größte Problem ist. Was sollte schlimmer sein? Unmöglich. Verstehe. Bin gleich wieder da. Der lümmelt da vorne einfach nur rum. Restlichen Riesenratten im Armviertel loswerden und mich dann bei Weiger melden. Er wird im Hafen in der Nähe des Piers auf mich warten. Habe ich für unsere gemeinsame Patrouille etwas anderes erwartet?
Egal, wir beschweren uns nicht. Ach, Mikkel, Arnold und Tom, die sind jetzt hier. Müssen sich erstmal wieder ausruhen, die Jungs. Was hat denn die Quest irgendwie noch gesagt? Nicht wirklich viel. Ein aggressiver Landstreicher, der sich hier wieder uns einfach entgegengestellt hatte, der einfach auf die Schnauze wollte und natürlich nicht alleine ist. Der Bettler sich jetzt gleich einmischt, dann kriegt er aber auch. Da machen wir dann keine halben Sachen. Ich gestehe, ich habe jemand anderes erwartet. Wer bist du? Mit wem habe ich das Vergnügen? Mutig, die meisten würden sich bei eurem Anblick in die Hose machen, Jungs. Ich bin jemand, der mit der Wache etwas zu klären hat. Du musst von Weiger hergeschickt worden sein. Das ist richtig. Dieser ängstliche Trottel schickt die Rekruten immer allein los. Manchmal tut ihr mir leid, aber andererseits wäre eine kalte Dusche wie diese für jeden Rekruten unserer Wache das Richtige. Damit du mir hier nicht in Ohnmacht fällst, komme ich gleich zur Sache. Sag Weiger, er soll für die Freilassung eines meiner Männer sorgen. Er sitzt in eurem Kerker, langweilt sich und ist wahrscheinlich auf Kosten der Steuerzahler. Warum machst du das nicht selbst? Ich wollte es tun, aber wie du siehst, ist er nicht hier. Würdest du das bitte nicht in die Länge ziehen und mir aus dem Weg gehen? Hier kannst du dir wirklich etwas einfangen, wenn du keine dicken Arme hast. Was ist, wenn Weiger nicht einwilligt? Das willst du gar nicht wissen. Glaub mir, Jungs. Glaub mir, Jungs, warum zeigt ihr unserem Boot nicht den Weg? Nein, ist schon in Ordnung, ich komme zurecht. Während meiner Patrouille im Armfeld bin ich auf eine Gruppe verdächtiger Personen gestoßen. Das wollen, dass Weiger jemand aus dem Kerker befreit. Aus dem Gespräch mit ihnen ging hervor, dass ihr etwas in der Vergangenheit schon einmal vorgekommen ist. Ich glaube, ich finde hier nichts weiteres. Zeit, zu Weiger zurückzugehen. Also gibt es gar keine weiteren Riesenratten. Sondern nur dieses dubiose Treffen hier. Und das ist der nächste Stärkepunkt für uns. Es hätte mich tatsächlich auch gewundert, wenn hier jetzt eine Menge Dinge auf uns warten würden. Ey du, was denn? Du hättest bezahlen sollen, gleich wirst du die Konsequenzen spüren bekommen. Ach, das wieder. Und der da hinten ist wahrscheinlich der Chef von diesen seltsamen Armenviertelwachen hier. Also den mysteriösen Mann, den wir hier schon getroffen haben. Und ich denke mal, seine Wachen werden entweder immer weniger oder tauchen immer wieder auf. Schwer einzuordnen das Ganze. Hier ist natürlich mal der Nächste, der aufs Maul will. Noch ein aggressiver Landstreicher. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass die nachspawnen müssen, weil das ist doch hier irgendwie so frequentiert. Müsste das Armenviertel ja bald leer sein. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Ich nehme es natürlich gerne an, dass ich hier wahllos Leute umbringen kann. Aber wie es scheint, gibt es hier wohl keine weiteren Riesenratten. Was ja irgendwie zu erwarten war, wie gesagt. Gerade nach dem Tagebucheintrag, von wegen, hier gibt es nichts mehr zu holen. Ich frage mich nur, wie wäre hier wieder der Alternativweg? Wie hätte der wieder ausgesehen? Hätte man Weiger überhaupt überreden können, mit einem hierher zu kommen? Weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass ich mir die Quest insgesamt sehr viel komplexer vorgestellt hatte, als sie jetzt im Nachhinein wirklich ist. Kann auch gut sein. Und das Ganze ist gar nicht so komplex. Und vielleicht viel linearer, als ich angenommen hatte. Weil ich dachte halt irgendwie, ich müsste so drauf achten, ne, bei dieser Nachtwache, weil der Roderich ja schon gesagt hat, von wegen, ja, du musst wissen, mit wem du wie redest und ob du irgendwie eine Strafe verhängst oder jemanden irgendwie umknüppelst, das war ja unklar. Hier ist Weiger. Ich wusste, dass du stinken würdest. Wie gesagt, komm nicht näher. Wie war dein Rundgang? Ein zwielichtiger Typ wollte mit mir reden. Oder will du mit dir reden, eher gesagt. Wer? Weiß ich nicht, er hat sich nicht vorgestellt.
Er möchte, dass du einen seiner Männer freilässt. Ach so, dann weiß ich, wer das ist. Wirst du es tun? Keiner. Der Kleine, das geht dich nichts an. Beende deinen Bericht, denn das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Wache. Diese Person hat gesagt, dass du dich nicht zu lange in diesem Viertel aufhalten solltest, wenn du nicht hart genug bist. Also gut, wohin gehen wir als nächstes? Zur Villa des Wucherers, zur Innoskirche, zum Adanos-Tempel. Gehen wir mal zur Innoskirche. Das ist von hier aus nicht weit weg. Alles klar, folge mir. Die Villa des Wucherers, das ist wahrscheinlich Volkers Bude. Mich würde natürlich auch interessieren, wie es da aussieht und ob man da dann vielleicht rein kann, irgendwas inspizieren könnte oder so. Aber vielleicht können wir ja alles abklappern, auch wenn ich das Gefühl habe, man muss sich hier ein wenig entscheiden. Adanos Tempel wäre auch eine valide Möglichkeit eben gewesen. Aber auf jeden Fall haben wir ein bisschen was über den Weiger herausgefunden. Nein, Obdachloser, geh weg. Der wollte wieder eine Goldmünze, ich habe es genau gesehen. Ansonsten stehen die für nichts auf. Mit dieser Rekrutenrüstung ist es übrigens extrem hässlich, hier durch die Gegend zu marschieren. Oh, wir sind bald wieder Level auf. Weil wir so wenig Schutzwerte haben im Vergleich zu der verbesserten Lederrüstung, die wir schon die ganze Zeit übertragen. Da merkst du dann den Unterschied. Ich glaube, ich fetze mir noch ein paar Apfelstrudel rein. Vielleicht ist jetzt hier Randale auf dem Friedhof und wir treffen auf die sonderbaren Grabräuber. Ein verdächtiger Bürger. Aha. Okay, zu Weiger können wir nichts sagen. Aber zu ihm hier. Guten Abend, Bürger. Was? Guten Abend. Oder sogar gute Nacht. Wem habe ich das Vergnügen? Mit der Stadtwache. Wir patrouillieren in der Stadt. Das heißt, wir suchen nach Leuten, die statt zu schlafen gegen das Gesetz verstoßen. Dann werde ich dich nicht weiter stören. Hier ist niemand. Nein? Nein, wir auch. Siehst du jemanden, der etwas Illegales tut? Ich nicht. Alles in bester Ordnung. Zeig mir mal, was du da liest. Das hier, aber das ist doch Blödsinn. Das ist doch gar nicht wert, sich damit zu beschäftigen. Ich denke, ich werde das selbst entscheiden. Her damit. Aber es ist nur eine gewöhnliche Romanze. Ich möchte einfach nur herausfinden, wovon meine Frau fasziniert ist. Nichts Interessantes für echte Männer. Jetzt wollte ich irgendwas sagen. Er sagt nein. Er greift mich an. 200 EP. Liste mit Wertsachen. Aha. Eine Liste mit Wertsachen ist keine Romanze, mein Lieber. Brief an einen Freund, bla bla bla, Liste mit Wertsachen. Aha. Ich weiß nicht, ob nachts dort jemand Wache steht. Wenn ja, beseitige ihn erst und kümmere dich dann um die Ware. So, so. Mann, Mann, Mann. Mein Lieber, das ist keine Romanze. Aha, das ist eine interessante Romanze. Es geht um Wertsachen und darum, zeugenlos zu werden. Das ist. So ist es nicht. Ich kann alles erklären. Ich gebe dir noch eine letzte Chance. Ich wurde gezwungen, es zu tun. Man drohte mir mit schlimmen Konsequenzen, wenn ich diese Aufgabe nicht erledige. Werde ich bedroht? Nun, sie. Ich kenne ihren Namen nicht, ich schwöre. Sie kamen immer nachts, trugen Kapuzen und Masken. Ich konnte ihre Gesichter nicht sehen. Ich habe gesehen, dass sie Waffen an ihren Gürteln trugen. Wer würde sich da weigern, mitzumachen? Gut, das sieht für mich nach etwas aus, das eine offizielle Erklärung wert ist. Gehst du freiwillig in die Kaserne oder soll ich jemanden holen, der dir hilft? Nein, schon gut, ich werde selbst gehen. Gut, denk daran, wenn du nicht hingehst und aussagst, wirst du Ärger bekommen. Ja, ich weiß es nicht, dass er. Egal, vergiss es. Gut, dass du ihn erst befragt hast. Jetzt wissen wir, dass er in der Kaserne die Zeit der Jungs nicht verschwenden wird. Die Liste ist recht interessant, der Autor war sehr ausführlich. Ist sie unterschrieben? Nein, hier ist nur ein Kürzel. A. Punkt. Ah, das ist interessant, ich werde es mit Roderich besprechen. Also gut, wohin geht's als nächstes? Aber wenn wir eh schon hier sind, können wir auch zur Residenz der Magier.
Alles klar, folge mir. Also im Adonis-Tempel ging es von hier aus nicht mehr. Das heißt, man hat hier tatsächlich eine große, große Auswahl scheinbar an unterschiedlichsten Unternehmungen hier, die man anstellen kann. Was geht hier wieder ab? Kaspar. Hör mal, du Kaspar, du bist aber kein Magier. Und was sind das hier für nächtliche Aufführungen? Oh, guten Abend, das ist nur das, nichts Gefährliches, glaub mir. Außerdem, selbst wenn ich etwas in Brand setzen würde, wohnen hier Magier, die sich direkt um die Sache kümmern würden. Ganz genau, Magier. Man könnte meinen, es sei eine Art Provokation oder sogar ein Versuch, die Magier anzugreifen. Und wäre das so dumm, Magier anzugreifen? Also, wer wäre so dumm? Ich sicherlich nicht. Also, ich habe jedenfalls nichts Falsches gemacht. Ich glaube nicht, dass du mir alles sagst. Du irrst dich. Es ist alles in bester Ordnung. Ich habe einen anderen Eindruck. Ich muss dich dringend bitten, mir zu sagen, was hier los ist. Aber kein Aber, sonst bin ich gezwungen, noch schärfer einzugreifen. Die Sache ist die, ich wollte schon immer Magier werden, seit ich ein Kind war, seit einer in die Stadt kam und den Kindern alle möglichen Tricks zeigte. Er schoss alle möglichen Sterne in die Luft, der Rauch aus seiner Pfeife bildete alle möglichen Formen und er hatte diesen tollen spitzen Hut. Sieh mich nicht so an, ich weiß, dass die Magier hier keine Hüte tragen. Er kam von weit her, er sagte, er habe sich auf die Suche nach einem Dieb oder Einbrecher verlaufen. Komm bitte zur Sache. Ich habe vor kurzem eine dieser Spruchrollen von einem reisenden Händler gekauft. Ich habe ein bisschen mit ihr herumgespielt und festgestellt, dass ich ganz gut damit umgehen kann. Kannst du dir das vorstellen? So viele Jahre habe ich geträumt, geträumt, jetzt kann ich sie tatsächlich benutzen. Ja, das habe ich gesehen. Du hast dich gut geschlagen. Oh, ich werde die Details mit den Magiern aushandeln, wenn sie mich aufnehmen. Deshalb stehe ich hier. Vielleicht hilft es ihnen, mein Potenzial zu erkennen. Ich wage zu behaupten, dass Magier nachts schlafen und nicht nach Potenzialen bei zufälligen Leuten Ausschau halten. Was soll ich dann tun? Geh zum Kloster. Glaubst du, die lassen mich rein? Ich weiß es nicht. Es liegt an dir. Du musst dein Bestes geben. Also gut, ich gehe. Danke für die Idee. Immer langsam, es ist nachts gefährlich außerhalb der Stadt. Geh morgen früh, jetzt geh nach Hause und schlaf dich aus. Zaubern kostet Kraft. Aber wenn die Stadtwache das sagt, werde ich es tun. Drück mir die Daumen, bis demnächst. Einen einfallslosen Träumer auf die Magier loszulassen. Ich hoffe bloß, dass sie nicht herausfinden, dass du ihn geschickt hast. Ich habe ihn geschickt, das war nur ein Vorschlag. Du kannst nie wissen, wie die Magier diesen Vorschlag interpretieren. Immerhin hast du deinen Namen nicht genannt, also könntest du glimpflich davon kommen. Wenn du möchtest, können wir schon zurückgehen. Du hast dich genug Herausforderungen gestellt. Wir können Roderich einen ordentlichen Bericht bieten. Ich verstehe. Also gut, wohin geht's als nächstes? Wir gehen noch nicht zurück. Wir gehen jetzt, wenn wir hier schon sind, zur Händlergilde. Alles klar, folge mir. Also wir könnten nach drei Teilaufgaben tatsächlich abbrechen. Aber tatsächlich können wir auch genauso gut noch ein bisschen weitermachen. Und noch haben wir Nacht, also gucken wir, dass wir noch ein bisschen EP mitnehmen. Hier habe ich übrigens gerade nicht perfekt gearbeitet. Wir hätten, glaube ich, 100 EP rausholen können, hätten wir dem einfach gesagt, dass er vielleicht verschwinden soll. Aber der wirkte irgendwie so sympathisch, da habe ich dann halt gedacht, komm, wird nichts passieren, ne? Übrigens bleibt jetzt die Uhrzeit bei 4 Uhr. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können hier vielleicht sogar wirklich alles abklappern. Das heißt, von hier gehen wir dann noch weiter zum Adanos-Tempel, zum Handwerksviertel und zum Volker, sofern möglich. Da hätte ich Bock drauf, wenn wir das alles erledigen könnten. So, ist hier nur irgendeine Streiterei ausgebrochen oder was? Die Herrschaften. Also, wenn möglich, nehmen wir natürlich alles mit. Das heißt, der Weiger lehnt sich wieder an und lässt uns alles übernehmen. Bitte hilf mir, dieser wollüstige Typ lässt mich einfach nicht in Ruhe. Er folgt mir, steht den ganzen Tag vor meinem Fenster und singt irgendwelche Ständchen. Ich werde noch verrückt. Aber mein schöner Schwan, welcher Dämon ist in dich gefahren, dass es beginnt, dich zu stören? Keiner, ich hab's einfach satt. Ich will dich nicht heiraten und damit basta. Moment. Hast du als Folge dieser Belästigung irgendwelche Schäden erlitten? Ich habe sie nicht einmal angefasst. Ich benutze selbstverständlich kultiviertere Methoden. Kultivierte Methoden. Auf keinen Fall grapsche ich sie an wie ein Lüstling. Was denkst du, wer ich bin?
Ich muss dich maßregeln. Zwar lag streng genommen kein Verstoß vor, aber du solltest trotzdem dein Verhalten ändern. Verändern? Weißt du, wie es ist, sich nach dem Anblick der Frau zu sehen, die man liebt? Wie es ist, daran zugrunde zu gehen, weil sie einen nicht beachtet? Ich habe mir die besten Kleider, eine Laute und Parfüm gekauft, um einen guten Eindruck zu machen. Und zum Dank dafür treffe ich lediglich auf unzerstörbare Mauer des Grolls. Das hast du alles nur für dich selbst gekauft. Oder Fragezeichen dran gehängt? Für mich selbst? Verstehst du mich? Du hättest wahrscheinlich mehr Erfolg erzielt, wenn du stattdessen etwas für das Objekt deiner Begierde gekauft hättest. Wie auch immer, ich werde hier keine Zeit mehr verschwenden. Gute Nacht. Ja, natürlich, warum solltest du auch an uns interessiert sein? Es gibt keine rechtliche Grundlage für dieses Missverständnis. Stimmt's, Eulchen? Bist du sicher, dass du ihm nicht doch eine Art Goldstrafe aufrufen kannst, damit er kein Gold für weitere Übertreibungen hat? Nein. Unsere Gesetze sind echt zum Kotzen. Sie schützen die unschuldigen Frauen überhaupt nicht, sondern immer nur ihre Unterdrücker. Eines Tages werde ich etwas dagegen unternehmen. Lass mich dir helfen. Wir könnten gemeinsam die Vorschriften durchgehen und die schlimmsten heraussuchen. Das mache ich lieber selbst. Auf Wiedersehen. Aber Pfirsichbäckchen. Ah, unerwiderte Liebe. Gut, dass du ihn nicht härter bestraft hast. Vielleicht hätte er aus Verzweiflung Selbstmord begangen und uns in einem Abschiedsbrief erwähnt. Das ändert nicht daran, dass wir ihn beobachten sollten. Er wirkte ein bisschen seltsam. Jeder Zweite in dieser Stadt ist seltsam. Was soll man da machen? Nichts. Also gut, wohin geht's als nächstes? Na, ins Handwerkerviertel. Alles klar, folge mir. Wie gesagt, wir machen das natürlich alles. Wenn uns schon die Möglichkeit gegeben wird, dann gehen wir alles durch. Das schindet erstens einen besseren Eindruck, weil wir gründlicher sind. Und zweitens wollen wir natürlich auch alles entdecken, was es hier zu entdecken gibt. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.